Willkommen bei Elex. Jo, ihr Lieben, dann werden wir mal gucken, ob das jetzt hier was wird. Oh, er kann schwimmen. Oh, er kann kraulen. Unsere Alps wurden anscheinend in ihrer Kindheit doch besser ausgebildet, als man es sich hätte gedacht. Da ich dort drüben rechts irgendwas Komisches sehe. Ach, das ist sogar ein Teleporter, hinter. Ich dachte, das wäre irgend so ein Vieh. Und da drüben scheint die komische junge Dame zu sein. Die Katha, oder so ähnlich heißt sie doch. Nur erstmal hier freischalten. Dann den dort vertreiben. Sehr schön. Damit wir uns jetzt ganz in Ruhe mit der jungen Dame unterhalten können. Der typische Geruch eines Fischerdorfs. Irgendwie erinnert es mich an etwas. Na egal. Ah, ein weiterer Verstoßener. Da hinten kannst du dir einen Platz zum Schlafen suchen. Und was die Nahrung angeht, naja, du hast ja genug Zeit zu lernen, wie man sich selbst versorgt. Ich frage mich allerdings, woher du von diesem Ort weißt. Ich habe dein Tagebuch in Goliath gefunden. Oh, na das beantwortet dann wohl meine Frage. Jetzt mach es dir erst einmal bequem und brat dir ein Stück Fleisch. Es ist zwar kaum noch was da, aber das hier kann ich noch entbehren. Also, mal abgesehen davon, dass sie ja echt cool drauf ist, scheint es ja auch wieder nur ein Klon zu sein von irgendeiner anderen Berserkerin, die wir schon kennengelernt haben. So viel zum Character Design. Willst du dein Tagebuch zurück? Was genau ist dir widerfahren? Tja, wo fange ich an? Sagen wir einfach, dieses verfluchte Gesetz der Berserker hat mich meiner Existenz beraubt. Ich wurde des Diebstahls bezichtigt und ohne viel Federlesens abgeurteilt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Dir scheint es ja ähnlich ergangen zu sein. Ja, hallo, gelbes Tuch, auf das wir gerade schauen. Und hallo, Piranha Bytes. Ist cool, ist geiles Bild. Voll cool Kameraeinstellung. Falsch. Ich wurde nicht verbannt. Nicht? Aber warum bist du dann hier? Selbst der Tod schiebt dich hier nur auf die lange Bank. Aber vergiss dich nicht. Kein vernünftiger Mensch wagt sich freiwillig hierher. Dann bin ich wohl kein Mensch. Ein freier Mann und ein Spaßvogel. So einen wie dich trifft man wirklich nur selten. Ich finde das ja cool mit diesen wechselnden Kameraperspektiven, aber irgendwie schon ganz schön blöd, oder? Wenn du unzufrieden bist, ändere was daran. Ich kann nicht. Ich sitze hier fest. Selbst wenn ich mich wieder zurück nach Goliath kämpfe, ändert das nichts an dem Urteil. Und wer sich gegen das Urteil stellt, den erwartet der Scharfrichter. Ich würde ja gerne sagen, hey, töte den Richter, das sollte reichen. Das wäre dann Angrim, denke ich mal. Aber gehen wir erstmal den etwas diplomatischeren Weg. Ein falsches Urteil ist nichts wert. Das Urteil eines Warlords ist niemals falsch. Man kann sich dem nicht entziehen, vertrau mir. Erst wenn das Urteil wieder aufgehoben wird, kann ich zurück. Aber um das zu erreichen, muss meine Unschuld bewiesen werden. Das kann allerdings nur ein Außenstehender. Ja, was sind hier die für ein Einblick in die Situation, in die Szene. Ach, es ist so schön, diese Kamerafahrt. Das ist Wahnsinn. Pack deine Sachen. Ich sorge dafür, dass du bald nach Goliath zurückkehren kannst. Du willst mir also helfen? Ich gebe zu, es klingt verlockend. Da du nicht zu den Verbannten zählst, kannst du nach Goliath aufbrechen. Allerdings gibt es ein Problem. Niemand wird dort an meine Unschuld glauben. Schon gar nicht Warlord Cormac. Er ist von meiner Schuld überzeugt. Reden hilft uns da nicht weiter. Tja, Gewalt ist die Sprache, die jeder versteht. Dann denk nach. Das tue ich schon, nicht so ungeduldig. Da ich nicht weiß, wie die Lage in Goliath ist, brauchen wir jemanden, der sich vor Ort gut auskennt. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jemand, dem die Gesetze nicht das Leben diktieren. Da habe ich gerade erst noch in einem Kommentar bei jemandem geschrieben, der mich gefragt hat, ob er sich das Spiel jetzt kaufen soll, da da besser noch was wartet, wenn man sich über sowas hier aufregt. Ich kann das wirklich nur mit einem netten Augenzwinkern weitergeben, so von wegen, hey, meine Güte, ich will nicht auf gelbe Stoffe gucken, die dann auch noch schlecht gerendert sind, während hier irgend so eine... Wer soll das sein? Kennst du Alrik, den Händler in Goliath?
Ja. Such ihn in Goliath auf und bring in Erfahrung, ob er mir weiterhelfen kann. Er ist ein alter Freund und ein Schlitzohr. Ich bin mir sicher, er weiß Rat. Ja gut, ich meine, Alrik dürfte ja eventuell sogar was mit den Krallen zu tun haben, also mit unserer Diebesgilde. Und das wäre vielleicht gar nicht mal übel, sie jetzt noch für das Lager der Mitte zu gewinnen. Dann hätten wir da auch direkt nochmal einen Kämpfer mehr. Willst du dein Tagebuch zurück? Gerne. Es enthält ja noch reichlich Platz für ein paar weitere Zeilen. Hier, für dich. Du siehst so aus, als könntest du nicht genug davon bekommen. Voll cool. Und außerdem hat sie uns richtig eingeschätzt. Wir brauchen Splitter ohne Ende. Und wir werden uns jetzt erstmal so ein bisschen hier die Gegend angucken. Guck mal, hier ein armer Verbannter, aber der ist wohl von einem anderen Gesetz verbannt worden. Ja, ihr Lieben, ne? THQ Nordic und Piranha Bytes. Ach, Freunde. Der letzte Patch, der ist jetzt gar nicht so lange her. Und solche Sachen sind noch nicht behoben. Ach, Menno. Das tut weh. Mir macht das Spiel so einen Spaß. Ich kann es ja eigentlich nur jedem empfehlen. Also zumindest, was die Story angeht und so. Und den Spaß am Spiel, aber... Es nervt so langsam. So, machen wir mal weiter. Ja, aber was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Schlafen können wir auch mal eine schnelle Runde eigentlich so. Ich meine, mal eben bis zum nächsten Morgen pennen wäre vielleicht ganz gut. Solange wir da nicht durch irgendwelche Löcher in Campingstühlen gucken müssen. Wie gesagt, ich finde das ja cool. Ich finde das ja echt geil. Auch die Grundidee und, aber... Oh, bitte. So, mächtiger Heiltrank. Was, da war nur ein Bett. Okay, was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe, eine verschlossene Truhe. Dum-dum-dum, zu einfach. Zu einfach. Haha, als hätte ich's gewusst. Und beim nächsten Patch hätte ich dann gerne bitte einen alternierenden Spruch. So, wenn man mal ein bisschen länger braucht, sowas wie, das war aber schwer. So, kleiner grüner Stein, jetzt haben wir nämlich zwei oder mittlerweile sogar schon drei von diesen kleinen grünen Steinen. Und das heißt, wir könnten ihn rein theoretisch zu einem größeren zusammensetzen. Und... mir fällt gerade auf, dass wir hier sowas wie in Ark haben. Sowas wie eine Pflanzenfresserinsel. Da drüben ist ein Bötchen. Ich würde sagen, wir greifen hier erstmal so schnell und so viel wie möglich ab. Und sehen dann zu, dass wir tatsächlich echt nochmal... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt hier tatsächlich Feinde. Wildes Getier gibt's hier. Das ist schlecht. Sein Critter kann den Tod bedeuten. Für unsere einheimischen Tiere hier. Mensch. So, wollen wir mal weiter? Gut. Ja, und an alle, die eine ähnliche Frage haben, soll ich mir Elixier jetzt schon kaufen? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin schlechter Berater, was irgendwelche Kaufempfehlungen angeht, weil ich kenne euch nicht. Ich kenne eure Vorlieben nicht. Also die Vorlieben hier auf der Insel, die scheinen ziemlich so, ja man, Ragamuffin und so zu sein. Und deswegen mit Empfehlungen halte ich mich da echt zurück. Ich kann euch sachlich sagen, das Spiel ist leider immer noch an allen Ecken und Enden so ein bisschen marode. Und man muss das schon mit einem Augenzwinkern nehmen. Aber selbst ich mit meiner Fähigkeit des großen Augenzwinkerns gerate immer wieder an so Stellen wie eben, wo ich dann sage, ach nee, Kinder, das muss nicht sein. Das muss wirklich überhaupt nicht sein. Und von daher, wenn euch das Spiel gefällt, wenn euch diese super coole Art und Weise gefällt, wie hier alles Mögliche aufs Korn genommen wird und so, absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr so ein bisschen Nostalgie von den alten Fallout-Teilen haben wollt, inklusive der Bugs, absolute Kaufempfehlung. Seid ihr aber jemand, bei dem alles sauber und gepflegt ablaufen muss und auch alles funktionieren muss, was man ja eigentlich auch von einem gekauften Ding erwarten sollte, können sollte, dann lasst die Finger davon. Vielleicht so ähnlich wie der Pausenberg dann halt erst bei Game of the Year Edition, weil dann sind höchstwahrscheinlich die größten Bugs alle raus und naja. Ich bin ja schon mal froh, dass das Tittenzittern aufgehört hat und all dieser ganze Mumpitz, der hätte schon vor Release des Spiels hätte rausfliegen müssen, aber naja, so ist das halt eben. So,
Genug Zustandsbeschreibung meinerseits. Wieder zurück zum Spiel. Hallo Kollege, wer bist du denn? Auch ein Verbannter. Du scheinst von... Was bist du denn? Du bist auch ein Berserker, ne? Gewesen. So, Kneipe, aber kein Kneipier. Ist natürlich auch lustig. Aber wir dürfen uns hier frei bewegen. Wir dürfen einiges mitnehmen. Noch eine Anleitung sogar. Für einen dauerhaften Mana-Trank. Das ist cool. Auch wenn wir jetzt mit Mana nicht so viel anfangen können, können wir die Tränke ja doch an die Berserker verkaufen, wenn... Wenn ich dann irgendwann mal wieder einen Namen bei den Berserkern habe, der mir das Handeln erlaubt, dann könnten wir das machen. Gut. Ablasshandel, Ragnar. Du kannst mich mal. So, aber dann, also hier, ne, Wiedergutmachung, wenn ich dann da genug Kohle zahle, dann dürfen die alle wieder mit mir reden und handeln. Ah, das ist so cool. Gut, Auftrag der Krallen. Ach so, irgendeinen toten Briefkasten muss ich jetzt aufsuchen. Vielleicht hier gar nicht mal so schlecht, weil wir sollen ja mit Alrik reden. Der befindet sich hier unten. Uran? Ah, toter Briefkasten. Und hier irgendwo befindet sich dann halt auch Alrik. So. Draußen, außerhalb von Goliath oder oben bei der Schmiede? Ach komm, außerhalb von Goliath. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell bei Alrik. Und auch bei dem toten Briefkasten. Prädestiniert Mülltonnen bevorzugt für diese Stellenausschreibung. Oh, jo. Ah, ach. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Seht ihr, habe ich schon wieder komplett vergessen, dass wir ja Alvas Leiche noch irgendwo gefunden hatten. Schon mal ganz gut, dass wir Ork jetzt nochmal angesprochen haben. Darunter geht's... Geht's hier nicht sogar? Nee, hier geht's zur Bepflanzung. Okay, alles klar. Hier wird nicht rumgeschlichen. Halt die Klappe. Wer bist denn du überhaupt? Was hast du mir zu sagen? So, lass mal schauen. In der Nähe der Kneipe hieß es eben noch. Wäre ein toter Briefkasten. Ah, hier oben. Gut. Wollen wir den nochmal nutzen. Wo könnte der denn sein? Überleg dir gut, was du tust. Steak de la Uran, können wir mal... Also, der darf ja nicht mit mir handeln. Hehe, da muss ich erst die Ablass bitte bezahlen oder wie auch immer das heißen mag. Ein komischer... So. Komischer Begriff aus der... Ach, hier hinter dem Haus bestimmt. Nicht bestraft worden. So ein komischer Begriff aus... Bereich der katholischen Kirche, Ablasshandel, glaube ich, war das. Oh, so ein Schwachsinnsding. Zahl Kohle und deine Sünden werden dir vergeben, so ein Schwachsinn. Ja gut, deponieren. Erledigt. So, und jetzt, zack. Das war's. Ich habe keine weiteren Missionen mehr. Ich sollte zurück in die Kanalisation und mir neue holen. Ja, du Ratte, kehre zurück in die Kanalisation. So, dann müssen wir auf jeden Fall in die... Kanalisation und wir müssen jetzt erstmal. Mist. Hilfe! Ich vertipp mich hier schon wieder. Trinkspiel. Kontaktaufnahme? Nee. Da, sprich mit Alrik. Ach, wurde mir leicht gemacht, waren sogar Ausrufezeichen. Alrik ist hier direkt um die Ecke. Und hier rum. Yeah. Der sitzt hier in der Kneipe. Wo ist er denn? Alrik. Auch nicht. Sitzt der vor der Kneipe? Habe ich ihn übersehen. Kata braucht deine Hilfe. Kata? Ich kenne keine Kata. Aber sie kennt dich. Spar dir also das Versteckspiel. Schon gut. Ich bin nur vorsichtig. Es kann gefährlich sein, sich mit den falschen Leuten einzulassen. Ich dachte, ihr seid befreundet. Das waren wir auch.
aber das Urteil eines Warlords ändert alles. Man ist gut beraten, seine alten Verbindungen zu kappen, wenn man keinen Ärger will. Ziemlich feige. Feige aber am Leben. Noch Fragen? Also, hilfst du ihr jetzt oder nicht? Akzeptierst du ein Nein? Nein. Warum frage ich überhaupt? Na schön, ich mach's. Ist ja nicht so, dass ich keinen Plan hätte. Cool. Dann? Wie sieht dein Plan aus, um Kata zu helfen? Also, pass auf. Man sagt ihr nach, sie hätte gestohlen, richtig? Richtig. Und was denkst du passiert, wenn auf einmal die Diebesserie fortgeführt wird? Dann wäre das der Beweis, dass die Anschuldigungen falsch waren. Gut kombiniert. Und genau da kommst du ins Spiel. Was muss ich tun? Du musst den Beweis erbringen. Das bedeutet? Du wirst dich auf Beutezug begeben und etwas zurücklassen, das unseren Sündenbock überführen wird. Und wer soll das sein? Das liegt doch auf der Hand. Der Kerl, der Kata damals angeschwärzt hat. Drog. Er ist einer der Berserker, die beim Tor Wache halten. Das ist aber... Das ist echt so ein bisschen irgendwie... Ich weiß nicht. Drog hat gerade einen guten Kumpel verloren. Naja, auf der anderen Seite. Und weiter? Gut, du kannst mir also noch folgen. Such die Hütten von Sindar und Born auf. Dort siehst du dich dann nach ihren Truhen um. Die sind sicher gut verschlossen, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wenn du sie geöffnet hast, entwendest du die Wertgegenstände und legst eine Kralle rein. Das Diebesgut legst du dann zusammen mit einer weiteren Kralle in Drogs Truhe ab. Warum eine Kralle? Darum eben. Es ist das Zeichen einer berüchtigten... Ja, sag mal, jetzt lenkst du mich schon von meinem Plan ab. Also, nimm diese Krallen. Eine für Sindars Truhe, eine für Borns Truhe und eine für Drogs Truhe. Wie öffne ich die Truhen von Sindar und Born? Vereis die Schlösser und dann bringst du sie mit etwas heißem Wasser zum Bersten. Geht das auch einfacher? Ich sehe schon, du reitest mich immer tiefer rein. Hier, nimm diesen Schlüsselbund. Die passenden Schlüssel müssten dabei sein. Woher hast du die Schlüssel? Die Frage ist nicht woher, sondern warum. Und die Antwort ist, weil es praktisch ist. Das und ist bevor ein du typ. Mich verdächtigst, mit der Sache von Kata habe ich nichts zu tun. Mann, Mann, Mann. Dein Plan ist zu kompliziert. Kompliziert? Der ist kinderleicht. Du plünderst zwei Truhen und hinterlässt jeweils eine Kralle. Dann packst du den gesammelten Krempel samt einer Kralle in Drogs Truhe. Fertig. So, und jetzt sag du mir noch einmal, das sei kompliziert. Nö, mach ich. Auf jeden Fall. Finde ich cool. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Was bist du überhaupt für ein Lehrer? Handwerk? Handwerk ist gar nicht mal so übel, weil den hätten wir... Rein theoretisch auch was zu haben. Guck mal. Oh, Mensch, hier fehlen uns noch 2 und 5. Auf jeweils Geschicklichkeit und Intelligenz. Beim Schlossexperten ist es denn noch ein bisschen mehr. Man glaubt nur, zweimal fehlen uns auch schon wieder ein bisschen was Waffen auf dem Goldschmied. Blablabla. Wie, hier können wir? Aber Hackerprofil. Mein Joystick geht gerade nicht mehr. Jetzt geht er wieder. Seltsam, seltsam. Ich habe hier Geister in meinem Joypad. In meinem Xbox-Joypad sind Geister. Nee, gut. Kannst du nichts beibringen? Ich wollte mich nicht auf die Bank setzen. Ich wollte nochmal mit dem reden und seine Waren sehen. Der hat bestimmt Pfeile. Ich will handeln. Hör mal, an und für sich finde ich es ja gut, wenn... Achso, der darf mein ja Kopf nicht. Bedeutet vorher... Ach, der darf ja nicht. Und bei dem anderen muss ich ja erstmal dick einen Ablass handeln und so. Splitter ehrlich verdient. So, okay, mit Oran habe ich jetzt auch keinen Bock zu reden. Das wird ja echt kompliziert. Lieber bleiben. Wieso? Was soll mir denn jetzt noch passieren, außer dass ich verbannt werde? Komm mal, Katas Verbannung. Da müsste schon etwas passieren. Gut, werden wir machen. Wir werden Überzeugungsarbeit leisten. Das ist Drogstruhe, da soll alles rein. Sindars Truhe, da soll alles raus. Und Borns Truhe. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Borns Truhe. Denn ich habe die Vermutung, dass wir das wieder mal mitten in der Nacht machen müssen. Immer dieser Technikkram. Das ist echt der Hammer. Ich meine, finde ich in Ordnung. Ist ja okay. Wenn das deren Überzeugung ist, gut, gut, gut. Aber dann lass doch bitte die anderen Leute da raus. Soll ja jeder machen, was er will. Solange er keinem Dritten schadet, ist doch alles gut, Mensch. Aber
Wir müssen natürlich alle die Augen offen halten und eingreifen, wenn ein Dritter zu Schaden kommt. Born, born, born. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ah ja, das ist ein Überlebender, also Überlebenslehrer. Okay, da hat man auch nichts Besonderes im Petto. Und vor der nächsten Folge, denke ich mal, werde ich mal so ein bisschen die Stats pumpen. Braun steht zum Glück draußen. Wenn wir speichern. Wir nehmen alles raus. Alles. Und legen dafür eine Kralle rein. Wie lange muss ich denn jetzt hier nach den Krallen suchen? Das dauert aber ganz schön. Hätte ich vielleicht... Ja, das ist ja immer so, ne? So. Zack. Eine. Und was ist da jetzt drin? Eine Kralle. Sehr schön. Dann können wir hier ganz normal rauslatschen, sonst wird der noch misstrauisch. Cool, das hätten wir geschafft. Sinder wird bestimmt nicht so einfach. Wo war ich stehen geblieben? Ach, es ist ja eigentlich auch egal, was ich hier erzähle. Es ist ja völlig egal. Ich hab ja schon gejammert, dass es mit den Patches nicht vorangeht. Hab das aber dann auch im gleichen Atemzug eigentlich nochmal gelobt, weil es macht echt unglaublich Laune hier. Auf, wie heißt es? Adefa? Och nee! Herumzulaufen, diesen ganzen Kram zu erleben, das ist schon ziemlich geil. Handeln dürfen wir eh nicht. Und das ist eine Persönlichkeitslehrerin. Die hat im Moment, glaube ich, auch nichts für uns im Angebot. Wir können hier aber mal um die Ecke gehen. Und dann, schwupp, einen auf Dieb machen. Tun wir erstmal was rein, würde ich sagen. Dauert lang genug, bis ich die Kralle finde. Also von unten muss ich noch über die Rezepte, wie es ausschaut. Hihi, Borns Wertsachen, das finde ich gut. Okay. Hat jetzt eigentlich genauso lange gedauert. Kralle tun wir rein. Und mitnehmen. Brauchen wir ja eigentlich nur die Wertsachen. So. Hat niemand gemerkt? Gehen wir wieder. Hallo. Ich fahre nur mal eben überprüfen, ob ihre Kiste auch wirklich ordnungsgemäß verschlossen ist. Der ordnungsgemäße Verschließungsbeamte hat sich von dem ordnungsgemäßen Verschluss der Kiste überzeugt. So, hier, guck mal, Drox-Truhe ist leer. Wollen wir mal schnell zwischenspeichern. Gehen in die Position Yeah Yeah und... Gucken mal, warte, pass auf. Also, wir müssen reintun. Okay, das müssen wir alles nicht reintun. Da draußen... Warum schleichst du hier herum? Ah, sag ich doch. Kacke. Ich schleich doch gar nicht. Wer bist denn du? So eine Kacke! Kann ich denn hier pennen gehen? Oder will der gerade in sein Bettchen? So, wir werden jetzt einfach mal bis Mitternacht pennen. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Kann ich dir helfen? Danke. Nö, wieso? Leg dich schlafen. Du solltest im Bett sein. Lalala, wir genießen ein wenig den Mitternachtsregen. Denn Regen bringt Segen. So. Leute, genug Kirre gemacht mit meinem idiotischen Getue. Und jetzt probieren wir das nochmal. Hereinlegen. Hereinlegen müssen wir eine Kralle. Hör auf zu schleichen. Ach Gott. Komm hier aber auch andauernd vorbei, ne? Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Ich hab mir gerade wirklich in die Hosen gemacht, ob du das nur glaubst oder nicht. Alter Schwede, ey. Die Schwierigkeit besteht nicht hier nicht drin, Da kommt der Nächste. Besteht hier ja nicht drin, Hier gibt es nichts für dich.
die Sachen zu deponieren, sondern beim Deponieren erstmal die Sachen überhaupt in seinem Inventar zu finden. Das ist ja... Also. Kralle. Lalalalalalala. Kralle. Dann. Nein. Sind das Wertsachen? Da waren die bestimmt oben, ne? Doran. Ach nee, Doran. Jetzt lass mal gucken hier, du. Wo haben wir denn die Wertsachen von dem Jungen, ha? Bin ich etwa dran vorbei, schon mehrmals, oder was? Berliner Xanderskralle, Elektroschrott, Klebeband, Goldbrocken, Schwefelbrocken, Dietrich. Gefälschte ID-Karte, Orans Kellerschlüssel, das ist doch alles. Wo ist er denn? Da, Borns Wertsachen. Meine Güte. So, haben wir alles drin? Wohnswertsachen, Sinneswertsachen, ohne Kralle, wunderbar, zack, Tüte zu, weg hier. So, dann nochmal schnell zu unserem Kumpel Alrik. Meine Herren, ihr Lieben, war das jetzt wieder 3 Stunden später irgendwie, kommt endlich mal wieder keiner mehr vorbei. Nee, das war cool, das war spannend. Oh, nervt zwar auch ab und an, aber war echt spannend. Doof ist natürlich, dass man auch keine Sortieroption irgendwie hat. Beim Inventar. Jetzt wer nur treibt sich denn hier herum? Ich bin's. Du bist gute... nicht auf meiner Gästeliste. Ich hab das Zeug in Drocks Truhe verstaut. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja. Ausgezeichnet. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Gut. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drog ein Dieb ist und Katha zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Katha wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drog? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Ja, das ist ja cool. Wer nimmt nun Drogs Posten am Tor ein? Na, rate mal. Wer ist denn bald wieder zurück? Katha wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Würde ich auch sagen. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. So. Dürfen ich wir denn handeln. Schon? Hör mal. Nee, dürfen wir immer noch nicht. Weil wir den Ablasshandel noch nicht getätigt haben. Heidenei, ihr Lieben, boah, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Also wir haben im Endeffekt wieder mal, ich erinnere nur einfach mal so eben an die Outlaws, wir haben schon wieder mal eine Wache am Tor abgelöst und durch jemand anders ersetzt. Vielleicht ist die gute Katha ja schon da, ansonsten schauen wir dann halt einfach in der nächsten Folge mal bei ihr vorbei und fragen, wie das jetzt aussieht hier. Mädel, hast du nicht bald mal was für uns? Da ist sie ja schon. Wie cool. Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alriks Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drog aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn okay. es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Krass. Wir haben jetzt von allen möglichen Leuten die Krallen bekommen. Das ist schon ziemlich geil. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss.
Geschäfte? Mhm. Klingt eher so, als hast du vor, dir neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey, eine Frau weiß zu haushalten. Korrekt. Halt die Ohren steif. Cutter ist cool, Cutter ist cool. Wir können sie leider nicht dafür gewinnen, dass wir hier, sie mit ins Lager der Mitte nehmen können oder so, aber... wir haben einen gemeinsamen Feind, das macht uns jetzt zwar noch nicht zu Freunden, aber immerhin. Ihr Lieben, ich werde einfach mal noch probieren, ob ich hier Alriks Hütte finde und wenn ja, dann steigen wir damit in der nächsten Folge ein, beklauen wir Alrik, weil wir haben ja noch mitten in der Nacht, aber für heute ist erstmal wieder Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Gehabt euch wohl, euer Meisterdieb, John Diefuhl. Tschüss.